Ja, sensationell. Also seit heute Mittag sieht man überall die Menschen in den blau-weißen Trikots, strömen sich in der Stadt, treffen, einfach total freuen. Überall sieht man blau-weiß in allen möglichen Varianten, bis hin zur Flagge auf dem Schloss, was ich erst gar nicht glauben konnte, dass das wirklich funktioniert. Und im Grunde kann man sagen, der KSC hat ja eine tolle Kampagne gestartet und sagt, wir sind eure Heimat. Und heute kann man spüren, dass wir der Heimat ein Zuhause geben, nämlich hier im BB Bank Wildpark. Und das ist natürlich total ein ganz tolles Gefühl für die ganze Stadt, vor allem aber auch für die Region, denn wir sind ja doch ein großer Identifikationsfaktor für die ganze Region. Viel Spaß euch, viel Spaß dem Rest und drumherum. Das ist auch ein Verdienst für euch alle. Und jetzt geht raus und zeigt, was es bedeutet, für den KSC zu spielen. Auf geht's! Komm raus! Thank you.
Also erstmal, der Weg dahin war ja ziemlich weit. Wir waren schon 2 Stunden vorher da und dann hast du natürlich viele Termine und du möchtest, dass es allen gut geht, dass alles funktioniert. Und als das Spiel dann losging, das war so ein bisschen surreal, aber es war ein tolles Gefühl und ich glaube, es war auch eine tolle Show, die wir heute geboten haben. Auf jeden Fall, also es gibt genau das wieder, was unseren Werten entspricht und was wir auch möchten. Und ich habe so miterlebt, dass ganz, ganz vielen ist das Herz aufgegangen auf der Tribüne mit den ganzen vielen Kindern. Also das haben wir, glaube ich, genau richtig gemacht. Ja, also ich glaube, da kann man gar nicht einzelne Spieler so hervorheben. Man hat einfach gesehen, die sind alle irgendwie 2 Etagen weiter oben und natürlich ist Salah besonders gut und Van Dijk ist besonders gut. Aber ich glaube, es hat einfach mal Spaß gemacht, gegen so eine Mannschaft sich messen zu können und ist ja auch weite Teile ganz gut gegangen. Na, ich denke, mit dem ersten Heimspiel gegen den HSV, da freuen sich alle schon wahnsinnig, weil da geht es ja dann um Punkte, da geht es dann um Geld und das wird auf jeden Fall der nächste Punkt. Und dann vielleicht so die Mannschaften, die von der Bundesliga runtergekommen sind, also die großen Mannschaften, einfach da, wo das Stadion voll ist.